In diesem Video soll es darum gehen, wie man mit einer Z-Diode eine Spannungsreferenz oder einen Überspannungsschutz in einer Schaltung realisieren kann. Als Vorwissen sollte man ungefähr klar haben, was eigentlich eine Z-Diode sein soll. Wenn man davon noch nie gehört hat, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, hier jetzt zu folgen. Grundsätzlich sehen wir hier jetzt eine Z-Diode. Erkennen wir daran, dass hier so ein kleiner Haken, also so eine kleine Ecke am, an der Linie ist. Und was wir vielleicht auch noch sehen ist, die ist im Grunde genommen erstmal falsch rum eingebaut, denn das ist schon mal die erste Besonderheit von einer Z-Diode, die wird üblicherweise in Sperrrichtung betrieben. Würde man sie rumdrehen, würde sie sich ähnlich verhalten wie jede andere Siliziumdiode auch. Aber der Gag bei einer Z-Diode ist gerade der, dass man sie quasi falsch rum betreibt, in Sperrrichtung, und dass sie eben nicht mehr sperrt und wenn sie nicht sperrt, dabei nicht kaputt geht. Eine übliche Siliziumdiode geht kaputt, wenn sie durchbricht in Sperrrichtung, die Z-Diode nicht, die ist gerade dafür gebaut. Das erste, was ich jetzt mal eben mache, ist kurz eine Kennlinie aufzeichnen, damit man mal eine Idee hat, worum es hier eigentlich geht. Also wir sehen, wir haben eine Spannungsquelle, die ist direkt mit der Z-Diode verbunden. Ich setze einen Tastkopf hier oben drauf, das heißt, ich messe den Strom gleich, der durch die Z-Diode fließt. Ich variiere die Spannung dieser Quelle und was dabei rauskommt, sieht dann letztendlich so aus. Wir sehen, wenn ich mit der Spannung hier unter 2, ich sage mal Pi mal Daumen 4 bin, ungefähr 2,4 Volt, dann fließt de facto kein Strom. Dann ist die Diode gewissermaßen zu, hat einen unendlich hohen Widerstand, sperrt wirklich, wie man das auch von einer klassischen Diode her kennt. Wenn ich jetzt über die 2,4 Volt gehe, dann geht es hier aber relativ steil nach oben. Wenn man sich die Kennlinie so anguckt, sieht die eigentlich ähnlich aus wie eine normale Diodenkennlinie, die allerdings dann immer in Durchlassrichtung dargestellt wird. Mit dem feinen Unterschied, dass eben die Z-Diode hier nicht bei 0,7 Volt irgendwie aufgeht, sondern erst bei 2,4. Diese 2,4 ist übrigens ein, ich sag mal, zufälliger Wert, denn der Vorteil von einer Z-Diode ist jetzt gerade der, dass ich mir Z-Dioden kaufen kann, die bei unterschiedlichen Spannungen hier durchbrechen, also hier anfangen leitfähig zu werden. Die kann ich bei 2,4 kaufen, die kann ich aber auch bei 5,6 kaufen, die kann ich auch bei 10, 20, 30, 40 Volt kaufen. Und das ist eigentlich die feine Sache. Während ich bei einer normalen Siliziumdiode auf diese 0,7 Volt Flussspannung ungefähr beschränkt bin, da kann ich nicht eine Siliziumdiode kaufen, die hat jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Volt Flussspannung, das geht halt technisch nicht oder physikalisch nicht. Bei einer Z-Diode kann ich das. Wo nämlich eine Z-Diode durchbricht, hängt signifikant von deren Aufbau und von deren Halbleiterdotierungen ab. Und je nachdem, wie man das eben strickt, hat man eben eine Diode, die ja zu einem bestimmten Punkt durchbricht. Soweit, so gut. Durchbrechen, wie gesagt, anders als bei Siliziumdioden normal, heißt Durchbruch hier nicht, die Diode ist hinterher defekt, sondern die kann und sollte so sogar betrieben werden. Ja, jetzt haben wir die Kennlinie, jetzt können wir uns fragen, wie können wir jetzt damit eine Spannungsreferenz erzeugen. Und zwar ist das relativ simpel. Man geht hin und fügt einfach mal einen Widerstand ein, einen Vorwiderstand, wie man das bei einer LED zum Beispiel auch tut. Man packt einfach einen Widerstand vor die Diode. Ich nehme jetzt mal einfach 100 Ohm. Das ist in gewisser Hinsicht erstmal relativ willkürlich. Man kann sich stark Gedanken darum machen, wie groß dieser Widerstand sein muss. Man kann auch mal eine Pi mal Daumen-Schätzung in den Raum stellen. Ich nehme jetzt einfach mal 100 Ohm und ändere jetzt was an diesem Parameter-Sweep. Ich habe mir das Ganze eben bis 2,9 Volt angeguckt. Jetzt gehe ich hin und nehme mal deutlich mehr Spannung. Also ich variiere diese Spannungsquelle hier jetzt zwischen 0 und 10 Volt. Und gucke mir jetzt nicht den Strom durch die Diode an, kann ich zwar auch tun, aber ist jetzt nicht sonderlich interessant. Viel interessanter ist, welche Spannung liegt denn gleich über dieser Diode an. Eben habe ich die Spannungsquelle direkt mit der Diode verbunden, das heißt, über der Diode lag genau die Spannung, die die Quelle hier liefert. Jetzt gehe ich hingegen hin und sage, okay, die Quelle variiere ich, jetzt habe ich aber einen Vorwiderstand, da wird ein Teil der Spannung hängen bleiben und es bleibt dann irgendwas an der Diode übrig. Und je nachdem, wie man jetzt variiert, könnte das zum Beispiel wie folgt aussehen. Wir sehen, wenn die Spannungsquelle zwischen 0 und 2, irgendwas Volt, das war so der Bereich, wo die Diode eben de facto nicht leitfähig war. Wenn die Quelle in diesem Bereich variiert, dann steigt die Spannung hier hinten quasi linear mit der Spannungsquelle an. Man könnte das so interpretieren, dass
in diesem Bereich die Z-Diode noch sperrt. Wenn sie sperrt, hat sie einen sehr, sehr, sehr großen Widerstand. Wenn sie einen sehr, sehr großen Widerstand hat, dann habe ich hier eine Art Spannungsteiler, wobei der hintere Widerstand oder der untere, in Anführungszeichen, deutlich größer ist als der vordere und damit fällt die gesamte Spannung eigentlich hinten an der Diode ab. Das ist der Bereich, den wir hier sehen. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass hier ein ziemlich steiler Knick entsteht. Und dieser ziemlich steile Knick entsteht genau in dem Bereich, wo die Diode eben sehr, sehr schnell leitfähig wurde. Also wo die Kennlinie der Diode relativ stark nach oben abgeknickt ist. Da flacht es hier jetzt ab. Und was wir sehen ist, ob wir jetzt, und da nehme ich jetzt mal einfach einen Marker für, ob wir jetzt an der Spannungsquelle vorne 2,3 Volt haben, dann hätten wir am Ausgang ja auch 2,3 Volt ungefähr. Oder ob wir an der Quelle vorne, ich sag mal, ja, 7 Volt haben. Hier waren wir ungefähr bei 7 Volt. Am Ausgang tut sich nicht mehr viel. Jetzt haben wir hier 2,4 Volt. Das heißt, wir haben eine extrem stark schwankende Eingangsspannung. Die Spannung über der Diode bleibt aber fast konstant. Die variiert auf diesem ganzen Stück hier nur um 0,1 Volt. Das ist natürlich verdammt wenig. Und damit haben wir auch schon so eine Art Spannungsreferenz. Denn völlig egal, was vorne jetzt U1 tut, die Spannung am Ausgang wird ja ziemlich präzise bei 2,3, 2,4 Volt bleiben. Das Gleiche, das Ganze ist auch gleichzeitig ein Überspannungsschutz. Stellen wir uns mal vor, wir haben hier vorne eine Quelle und hier hinten schließen wir beispielsweise einen Sensor oder sowas an. Nein, nicht einen Sensor, sondern irgendeinen Eingang von einer SPS oder einen Eingang von einem Raspi oder einem Arduino oder hau mich weg, egal, irgendwas in der Richtung. Wir schließen hier was an, was keine Spannung kriegen darf, die über, ich sag mal, 2,5 Volt liegt. Dann nehmen wir eine Z-Diode, hängen die davor, setzen einen Vorwiderstand hier rein und naja, völlig egal, was diese Quelle hier hinten tut, also nicht völlig egal, aber ziemlich egal, was diese Quelle hier hinten tut, an diesem sensiblen Eingang wird keine Spannung mehr auftreten, die großartig über 2,5 Volt ist. Dieses Teil hier erfüllt gewissermaßen zwei Dinge gleichzeitig. Es liefert einmal eine Spannungsreferenz und es ist auch gleichzeitig ein Überspannungsschutz. Spannungsreferenz allerdings vorausgesetzt natürlich, dass die Quelle am Eingang eine hinreichend hohe Spannung liefert. Also ich brauche für eine Spannungsreferenz über dieser Diode, brauche ich natürlich irgendwo mal eine Spannung, die größer ist, damit ein Teil eben an der 1 abfallen kann und der Rest an der Z-Diode selbst. Jo, wenn man jetzt sagt, ja, ist ja alles schön und gut und das ist mir aber noch nicht präzise genug, dann kann man jetzt Z-Dioden auch stacken. Das heißt, man geht hin und setzt davon jetzt mehrere hintereinander. Und wenn man mehrere hintereinander setzt, wird das noch präziser. Und das könnte dann wie folgt aussehen. Ich nehme einfach zwei Z-Dioden. Jetzt habe ich hier mal zwei gleichen Typs genommen. Da kann man darüber diskutieren, ob das die intelligenteste Variante ist. Ich habe das der Einfachheit halber mal gemacht. Vorher ist die Schaltung, die wir eben hatten. Ich habe hier den Vorwiderstand einfach mal ein bisschen größer gemacht. Wir gucken uns diese Spannung an. Das ist diese, ich sag mal, einfach stabilisierte oder ja, die einfache Referenzspannung, die eben noch ein bisschen variiert hat. Und die gleiche Konstruktion hänge ich einfach nochmal dahinter. Und jetzt wäre TK2, also die Spannung über der Diode 1, meine Spannungsreferenz. Und wenn wir das jetzt mal simulieren, dann sieht das Ganze so aus. Wir sehen jetzt zwei Spannungen. Wir sehen die erste Variante, die wir eben hatten, das ist die rote Linie. Da haben wir gesehen, ja, es ist zwar schon relativ flach, aber es geht schon noch ein bisschen hoch. Und dadurch, dass wir jetzt die zweite Nummer nochmal dahinter gesetzt haben, fängt jetzt quasi die hintere Z-Diode nochmal einen Teil ab. Das heißt, die grüne Linie, die ist jetzt wirklich de facto waagerecht. Ja, auf diese Art und Weise kann man, falls man mal eine wirklich präzise Spannung in der Schaltung braucht, kann man sich auf diese Art und Weise eine präzise Schaltung in der Spannung, in der Schaltung holen. Obwohl irgendwelche Betriebsspannungen, wenn man zum Beispiel irgendeinen Batteriebetrieb hat oder so, extrem stark schwankt. Das ist auch, glaube ich, das Haupteinsatzgebiet von Z-Dioden. Ich wüsste nicht, was man damit sonst so treibt. Also außer, wie gesagt, Überspannungsschutz und Spannungsstabilisierung.